Was macht dieses Auto? So kommt er hier rückwärts reingefahren. Der ist uns gerade reingefahren. Hallo zusammen, wir grüßen euch. Wir machen heute unseren ersten Einkauf. Carlos hat sich da was online rausgesucht, ne, wo wir hingehen. Wie heißt das eigentlich? Kontinent. Ach, Kontinent. Modelo Kontinent. Ja, kennen wir ja so, ne? Ja, ich fahre dir noch deine Schuhe, Carlitos. Ich werde vor Ort ein bisschen filmen und ich werde es versuchen, weil ich weiß nicht, ob da Musik läuft, ne? Kleinigkeiten. Meinst du, da läuft Musik eigentlich ja schon? Müssen wir spontan gucken, ansonsten zeigen wir die Sachen zu Hause. Wir werden nicht allzu viel kaufen, denn wir essen außerhalb. Ich sag mal zum Carlos, es lohnt sich nicht, zu Hause irgendwie zu kochen und so weiter. Man kann hier richtig günstig essen gehen, man muss nur wissen, wo. Und deswegen haben wir gesagt, nö. Tun wir uns nicht an, kochen tun wir nicht. Nee. Dass wir mal abends mal sagen, okay, Abendbrot, ja, sowas das kann man, ja, kann man mal ab und an machen. Ne? Ja, genau, aber ja, aber selbst machen nicht. Nee, da gehen wir ja in ein Restaurant. Ne? Ja. Hey, Dario, lach mich an. So, dann würde ich sagen, ich melde mich dann gleich vor Ort, ne? Ja, ich melde mich dann vor Ort. Ja. Ich filme für euch mal so ein bisschen mit. Ja, ich halt sie. Ich hab den Arm hier voll und das Gesicht. Den Kreisverkehr zu wenden. Bisschen. Wir haben einen guten Parkplatz bekommen. Für Behinderte, für Schwangere und für Mamis. Gut, aber wir haben da Kinder. Oh, da kommt da ja, einer. Manche. Muss aufpassen, Schatz. Ja. Windeln und sowas. Feuchttücher brauchen wir. Ah ja. Was haben wir hier? Shampoo. Damit ihr so eine Vorstellung habt, was das Ganze kostet. Ja, boah, guck mal hier. Was denn? Sonnencreme, 13, 14 Euro. Das. Ja. Hier so ein Nivea Creme Duschen. Und das ist anscheinend das schon geht stark noch reduziert. Ja, guck mal, es hat vorher 7 Euro gekostet. Dann. Aber guck mal hier. Ja, von deren Marke. Deren Marke, ja. Guck mal hier, Listerin, 10 Euro. Das ist, glaube ich, Pampers. Ja, so Art Pampers, genau. Die nennen das Dodo, aber das ist Pampers. Dodo. Das sind so die besten, ne? Ja. Aber guck mal, die haben auch andere da. Guck mal, mit Paw Patrol drauf. Süß. Doch, ist voll in Ordnung. Also im Vergleich wie in Deutschland, ja, ist voll in Ordnung. So, Feuchttücher, hier haben wir. So, was nehmen wir mit? Schaut mal, da nehme ich liebe 2 Stück für 1,99. Ja. Komm, wir gehen mal weiter. Dann nehmen wir Compal mit. Trinken wir sehr, sehr gerne. Das ist jetzt Mango, ne? Die haben aber auch nichts anderes. Ja, Multifrucht, aber so ein mega. Nee. Nee, das trinke ich jetzt, würde ich nicht sagen. Oder was haben wir hier? Ist das Pera? Ah, oh, Pera Sing. Hier. Die mag, das ist meine Liebling. Birne, oh mein Gott, ich liebe es. Sind gerade im Angebot für 2,29. Nehmen wir mit. Oh, der ist sehr lecker, ne? Ja, nimm dir doch einen mit. Was ist das denn da vom Kontinent vielleicht, der Link? Der ist doch ein bisschen günstiger. Nimm doch ruhig den da, den magst du und ja, kennst aber der du. Ist schon recht so teuer. Nimm mir ruhig einen da vom Kontinent, den ganz Link. Der wird das hier? Sein, ja. Eine Flasche. Nee, oder? Ich zähl mal. Finde ich interessant. 1,09 Euro. Pepsi. Zitrone. Also Limette, ne? Ja. Nee, doch. Limette. Lime, ja. Ja. Cool. Das war aber ohne Zucker. Guck mal, der wäscht den Fisch. Den wäscht Fisch. Der den Fisch. Ja, cool. Schaut mal. Wow. Brauchen wir Spülmittel? Ach, geht. Ja, und bis 35%. Hey, wie sind die Praktik? Komm hier. Krasser Fisch.
passt. Oder sollen wir direkt zwei nehmen? Wie du magst. Der schmeckt immer sehr lecker, ne? Aber sind das jetzt die ganz dünnen für dir? Wäsch für dich? Nö, das weiß ich nicht. Dann das sind, glaube ich, eher die. Nee, ich glaube auch Wäsch. Nee, da steht Wäsch. Ja. Ach, hier, Finissime. Das ist die. Ganz, ganz dünn. Den Käse nehmen wir mit, kostet 2,09 Euro. Drei Bananen. Trinkjoghurt würde ich gerne mitnehmen. Die sind ja hier total beliebt. Hier hast du wirklich unfassbar viel an Auswahl. Welche? Oh ja, die sind super. Was kosten die? Ein bisschen teurer. 1,68 Ja, kannst du mitnehmen. Einer? Ja, ich nehme für mich hier die mit. Für mich nehme ich hier die mit. Mag der Carlos zwar gar nicht, aber ich. Die und ich glaube die daneben auch. Ich kann gerade nicht mit der Kamera. Also einmal die und dann nehme ich noch Erdbeere mit, oder? Oder reicht das erstmal? Ich glaube, reicht erstmal. Okay. Schaut mal, was ich entdeckt habe. Das teste ich. Ich liebe Tiramisu. Oh mein Gott, meine Lieblingschips hält der Carlitos. 1,46 muss mit. Ich liebe die, ich liebe die. Oh mein Gott. Ich bin im Kaufhaus. Die haben das gut gemacht hier. Lecker. Wir haben immer das genommen. Ja, aber die ist bestimmt auch nicht von Kontinent. Ja, mir ist egal. Willst du lieber das nehmen? Nimm Milch mit. Ja. Kennt man halt, ne? 10 Cent mehr. Oder sollen wir das nehmen? Ist egal. Komm, wir nehmen dann das. Einfach. So, also ich wollte dann, wir haben gesagt, wir filmen gleich weiter, wenn wir am Auto sind. Aber da lief dann Musik und jetzt, ja wir haben auch ein paar Sachen gekauft. Das hat Melone nicht gezeigt. Genau, Melone hatte ich nicht gezeigt. Wir haben Melone gekauft. Joghurt. Boah, Joghurt ist jede Menge, ne? Ja. Ja, der Carlos, der bringt das jetzt hoch. Habe ich in der Hand, ja. Genau, ich setze mich aber da vorne rein. Carlos bringt das jetzt hoch. Ich erzähle euch sofort ein bisschen was. Genau, ne? Dann. So, jetzt sitze ich hier im Auto. Kann ein bisschen was erzählen. Also, ich würde sagen, dass die Geschäfte genauso sind wie wir, die vom Festland kennen. Also, ne, Carlos und ich, wir sind Portugiesen, wir reden auch Portugiesisch. Was kann ich euch noch sagen? Die Preise, da habe ich euch ja so ein bisschen mitgenommen. Ich würde behaupten, es ist nicht teurer geworden und die Preise, die sind ganz okay. Was halt ziemlich teuer ist und das auch schon immer war, sind halt Pflegeprodukte. Sei es jetzt Shampoo, nicht davon, mein Schatz. Shampoo, Duschzeug, Cremes, Sonnencreme vor allem, habt ihr ja gesehen. Ja. Essen finde ich gar nicht so teuer. Also günstiger wie in Deutschland, würde ich behaupten, manche Sachen. Vor allem, wenn man deren Marke einkauft, wie wir jetzt ein paar Sachen, aber jetzt von deren Marke, ne? Und das ist dann doch günstig. Vor allem, also was heißt günstig? Für uns ist es günstig. Für die Leute, die hier leben, ist es nicht günstig. Vor allem für die Portugiesen, denn die Portugiesen, die verdienen hier nicht allzu viel. Das darf man auch nicht vergessen. Genau. Wir wollten hier durch, mir ist so warm. Aber angenehm, also richtig toll, wirklich richtig toll. Auch die Nacht, die war okay. Und wir haben noch ganz viel, was wir klären wollen. Deshalb sind wir ja hier. Sei es Schulen, Kita anschauen. Kommt der durch? Wo will der hin? Der möchte parken. Das ist auch eine Sache. Hier kann ich euch mal gleich erzählen. Hat gesagt, Kita, Schulen und wegen meinem Unternehmen, genau, da muss ich noch zu Post. Weiß nicht, ob wir das heute machen. Da wollte ich noch ein paar Sachen klären. Ja.
Da geht es halt darum, was kostet mich das, wie lange dauert ein Versand und solche Sachen, für euch uninteressant, würde ich behaupten. Wir filmen aber auch für euch tolle Sachen, also das heißt, wir haben ein paar Sachen rausgesucht, tolle Orte, die wir euch dann zeigen wollen, weil wir sind ja hier mehr, ich habe ja gesagt, es ist eigentlich kein Urlaub, es ist eine Reise, wir wollen uns das hier alles anschauen, wir wollen auswandern. Und was macht dieses Auto? So kommt er hier rückwärts reingefahren. Der ist uns gerade reingefahren. Ich wusste gar nicht mehr, was wir brauchen. Oh Mann, Carlitos. Also, ich weiß nicht, ob ihr das gerade mitbekommen habt. Der ist mir reingefahren. Und ich dachte, also ich kann das immer noch nicht realisieren. Da macht der Fenster runter. Entschuldigung. Dann versucht der hier ein Auto hinter uns zu parken. Da fährt er tausendmal rein, raus, rückwärts, vorwärts. Also heftig. Der Papa kommt jetzt wieder. Das war heftig. Ich habe jetzt aber mal abfotografiert, weil ich jetzt nicht wusste, ob da jetzt was dran ist. Also sein Kennzeichen habe ich abfotografiert. Gib mir mal die Schlüssel. Ich habe das Kennzeichen abfotografiert, weil ich dachte, ne, hallo, ist ja nicht unser Auto. Nachher ist da was. Also es war schon echt verrückt. Ja, jetzt muss ich warten. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich euch erzählen wollte. Wollt noch irgendwas gesagt haben? Ich weiß es nicht mehr. Ich wollte nämlich hier das Video beenden. Ja. Vielleicht fällt es mir ja wieder ein, dann schreibe ich es hier unten hin. Ja, hoffe, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns morgen um 10 Uhr wieder.